Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu NFS Unbound. Wir gehen rein in die erste Folge vom neuen Need for Speed. Er macht auch schon so ein kleines Symbol, was geht. Ich klopfe ihm mal kurz auf die Schulter. Wir starten heute in ein Need for Speed rein, was sehr spät angekündigt wurde, in Relation dazu, wie früh es... In Relation dazu, wie früh es jetzt letztendlich kam. Und hier sehen wir schon das erste, worüber im Vorhinein sehr viel gesprochen wurde, nämlich die neue stylische Ausrichtung des Spiels. Und ich muss sagen, an für sich finde ich, das ist doch recht erfrischend. Also ich finde es schön, dass man sich was Neues traut, auch mit so einer, ja, zwar etablierten Marke, die allerdings so ein paar Probleme hat, sich selbst zu finden irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, neue Sachen sind immer ganz cool. Man kann es zumindest mal testen und mal schauen. Im Zweifelsfall wird vielleicht sowas wie Onrush draus, wo in 3 Tagen keiner mehr drüber spricht. Aber bei Need for Speed muss ich sagen, das kann auch funktionieren. Bei den Fahrzeugeffekten, bei so Drift und so, da wurde halt viel darüber gesprochen. Aber die Effekte kann man im Zweifel auch ausmachen. Wir lassen sie drin. Irgendwie ist die Auflösung ein bisschen strange, finde ich. Ist das nur bei den Charaktermodellen jetzt so? Naja, wie dem auch sei, Charaktererstellung ist eigentlich selten so mein Bier, ne? Aber wir nehmen das mal, wir nehmen mal eine etwas hellere Hautfarbe. Ich weiß gar nicht, wie meine Hautfarbe genau ist, ehrlich gesagt. So? Ist das repräsentativ oder eher so? Also, durch den Cartoon-Effekt sieht er halt auch ein bisschen aus wie Trump, aber die orangen Haare fehlen noch. Ich habe super dunkle Augen. Okay, das funktioniert mit einem Mini-Versatz. Das wird ein Riesenspaß. Zeit, eine Revolution anzuzetteln. Was ist die Stimmanpassung? Dann schnall dich mal gut an. Ja? Hier fängt also alles erst an. Okay, und was ist das auf der anderen Seite? Hören wir mal rein. Der Weg zur Spitze ist lang. Und der Weg nach unten ist schnell. Das ist ein bisschen hoch und runter gepitcht. Okay, dann nehmen wir die schönen... Straßenrennen liegen mir im Blut. Straßenrennen liegen mir im Blut. Gehen wir mal da rein. Kopf. Ja, ich habe natürlich sehr langes Haar. Oh mein Gott. Alter, ist stylisch. Das nehmen wir. Ja, sehr schön. Schwarze Haare. Bart. Ja, es gibt so sehr... What? Was war das denn? Alter, den nehmen wir. Der ist auch so gehalten. Und ja, also ich sag mal so, hier EA, ihr könntet nächstes Mal Tuttle anfragen, ob ihr dann seinen Stil übernehmen könnt. Jawohl, Alter, das ist geil. Das sieht so ein bisschen aus wie meine Kimura-Brille. Wer sie mal sehen will, auf Insta kann man die ganz gut auschecken. So, Kleidung, boah, da gibt's auch extrem viel. Eieieiei. Oh, Napapiri. Habe ich auch schon so 2, 3 Shirts von. Da hieß es irgendwie letztens, wie war das? Der Besitzer hat irgendwie Kohle gespendet in Höhe von seinem Dingsbums-Aktienanteil oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht erzähle ich auch nur Quatsch. $150. Haben wir überhaupt Kohle? Du hast derzeit $150.000. Oh Mann, hätte ich $150.000. Wäre ich echt sad. Posen haben wir auch noch, damit wir Vollständigkeit haben, mal reingeguckt haben. So, und jetzt beenden und Start. Wir wollen natürlich auch fahren. Oh, Tund, cool. What? Das ist ein Startauto? Nee. Ja, wie um alles in der Welt ist das ein Startauto? Ja. Also, ich habe letztens jetzt einen in Monaco gesehen. Schön in weiß. Hat ein deutsches Kennzeichen. Nichts im Vergleich zum Batmobil. Wer das Batmobil sehen will, habe ich auch auf Insta geteilt. Gerne mal reinschauen. Ja, also ist richtig, richtig krass, was da alles rumgefahren ist. Überall waren Ferraris. Ich habe einmal einen Chiron gesehen, aber halt auch einen Countach. Der sah ein bisschen frischer aus als der jetzt hier gerade in-game. Aber halt auch noch ein Batmobil. Yes. Wir haben den ganzen Sommer daran geschraubt. Lass mich fahren. Ja, okay, okay. Aber mach langsam. Soll ja nichts kaputt gehen. Abfahrt. Mal sehen, was in dem Wagen drin steckt. Gib Vollgas. Oh, echt schnell, yes. Da kommt eine Kurve. Ich seh's. Ah!
Und ich möchte Sound checken. Lautstärke passt, glaube ich. Lenk und tipp die Bremse an. Okay, wieder. Kurve, Kurve, Kurve! Drifty-like lenken finde ich so. Ja. Fühlt sich überraschend vertraut aber an von Need for Speed Heat irgendwie. Optik ist ganz gut bis jetzt. So. Rein da. Also ich direkt Kuntasch als Startauto hab? Was geht ab? Zum Glück hab ich das Handling. Ah, okay. Wait. Du dachtest, wir kriegen die Kurve nicht? Ich versuch gerade das Nitro zu beobachten. Wäre doch Verschwendung, wenn wir die Pferdestärken nicht nutzen. Ah, okay. Warum geht die Anzeige wieder runter? Das verstehe ich nicht. Oder ist das Nitro oder ist das irgend so eine Style-Anzeige? Es kann sein, dass es Nitro gibt, das in Blau ist und das quasi weiter innen ist irgendwas anderes? Es wird nach Sieg riechen, wenn wir über die Ziele. Ich glaube schon. Das nenne ich mal Selbstvertrauen. Natürlich. Der Wagen ist echt krass, Jess. Die monatelange Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben der Szene so lange zugesehen. Kaum zu glauben, dass wir endlich selbst mitfahren. Ja. Gripkurve. So, da haben wir jetzt. Gripkurve heißt, dass ich ohne Drift die Kurve fahre? Hm? Fragen über Fragen über Fragen über Fragen über Fragen über Fragen über Fragen, ne? Ja, da haben wir übrigens jetzt auch schon ein bisschen die Effekte gesehen. Ja. Hello there. Guck dir das an. Ah, Windschatten fahren. Oh, das erinnert mich ein bisschen an mit der Kapretabitischen Remix. Zock ich aktuell auf der PSP. Aha. Burst Nitro aufbauen. Deine Burst Nitro Anzeige fühlt sich bei folgendem Springen, Driften, im Windschatten fahren oder einem beinahe Unfall bauen. Oh, let's go. Whee. Let's get it started. Unser Schmutzstück hält gut mit. Hättest du je gedacht, dass wir sowas machen? Als wir nur daneben standen und zugesehen haben. Hab immer davon geträumt. Wir zwei, der Wagen, gemeinsam auf den Straßen. Das ist Freiheit. Wie tiefgründig. Sonst denkst du eher wie, gib mal den Schraubenschlüssel, Bro. Ist der Wagen. Ach du Schreck. Kein schlimmer Schaden. Gib mal den Schraubenschlüssel, Bro. Hashtag Underground Drift Riot. Ach, da ist eine Corvette hinter mir. Ja, ist okay. Davon auch letztens zwei Stück gesehen. Ist ein ganz schickes Auto. Ist ein sehr nices Auto sogar. Da war überqueren eh verboten. Kommt zu glauben, dass das mal ein. Ah, Leute, stimmt, es gibt Fußgänger. Was hat er sich nur dabei gedacht, den Wagen verrosten zu lassen? Er wollte dran schrauben, ist aber nie geschafft. Wenn er ihn so sieht, wird er komplett ausflippen. Geben wir alles für Ride Dead. Ich sammle mal das Burst Nitro und wir gucken mal, wie es bei maximaler Anzeige ist. Sorry, wenn ich dazwischen quatsche. Ich glaube, die reden eh nichts groß von Belangen. Let's go! Okay, das war unterwältigend irgendwie. Ey, bewirf mich nicht mit BMWs! Let's go! Ja, Mann! Schön! Ja, als wäre er nie weg gewesen. Oh! That's the sound of the police! Oh, oh, oh. Ja, ja. Let's go. Oh, ja. Oh, Scheiße, hier sind Cops. Wo kommen die denn her? Stevenson soll ihre Kürze. Okay, hoffentlich funktioniert das hier mit der Crash-Physik gut. Ich bin nicht die Spiele-Crash-Physik, hallo, sondern die Auto-Crash-Physik-Spiel. Mach mich nicht traurig. So, bei einem Unfall. Burst Nitro. Ne, das war bei Heat ja ein bisschen frustrierend, aber dass du nie abschätzen konntest, ob du jetzt eher Leben verlieren wirst oder die Polizei. Du bist echt gut gefahren. Gut, geschraubert. Wirklich. Lake ist nicht gut geschraubert. Ihre Worte. Wie der Straßenrenn-Community. Wir trennten vorne. Was? Jetzt schon? Kurzer Weg zum Ruhm. So, wenn ihr auch dieses Video in den Trends sehen wollt, da haben wir ja gerade drüber gequatscht, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar da lassen und in dem Kommentar schreiben, wie wunderschön ihr mich findet auf einer Skala von 1 bis 100. Alle Punkte sind gestattet. Scheiße, danke. Das gefällt mir nicht. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wow! Alter, Too Fast and Furious Zitat.
Falls mein Kopfnicken nicht zur Musik passt, habe ich nachträglich was eingespielt, weil ich schon gelesen habe, dass die Cutscene durchaus dafür sorgen könnte, dass die Musik dafür sorgt, dass das Video weltweit gesperrt wird. Will ich natürlich nicht. Wollt ihr auch nicht. Ihr wollt das Video sehen, oder? Ja, Mann. Aston Martin, was ist das? Vanquish? DB11? Warum redet niemand? Was ist hier los? Sieht ein bisschen aus tatsächlich wie die Werkstatt von Heat, oder? Oh, der hat die 787B-Lackierung, der Mazda. Geil. Oh, das klang nicht nach meinem Magen. Was ja, ist das? Ich krieg hier 1000 Nachrichten über dieses Treffen in den Heiz heute. Wie gesagt, es geht um echt viel Kohle. Das ist unsere Chance, yo. Oh, Flügeltüren. Mm. Geil. Krass. Was sagst du dazu, Boss? Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Ich liebe einfach den Duft von Benzin. Mhm. Das erklärt einiges. Mhm. Muss schon sagen, was ihr aus dieser Schrottkarre gezaubert habt, ist heftig. Glaub mir, damit machen wir Lake unsicher. Ah. Was? Ist alles eingetragen? Klar. Und ich bin LeBron. Ich will dir das Rennfahren nicht verbieten. Ich weiß, wie sich das anfühlt, dieser Need for... Naja, du weißt schon, dieser Need for... Need for... was? Zu viel Benzin geschnuppert. Tut mir einfach einen Gefallen. Fahrt bitte nicht mit diesen Arschlöchern aus Cyril Heights. Warte, bist du nicht von da? Ja, und darum weiß ich auch, was diese Arschlöcher vorhaben. Sicher nichts Gutes. Rydell, du hast immer gesagt, dass ich Leute gut einschätzen kann. Das habe ich nie gesagt. Was? Traust du mir nicht? Gewinnt einfach, okay? Hey, ich meine das ernst. Nicht nur reden, sondern gewinnen. Lass uns loslegen, denn heute Nacht geht es um alles. Sie braucht nur noch einen Namen. Das Spiel und die Effekte, das regt aber schon die Fantasie an, so. Was wäre, wenn du bei jedem High-Five einen Dollar bekommen würdest? Ey, ich würde den ganzen Tag einfach Leute abklatschen. Vor allem machst du dann 50-50 mit denen. Wie viele High-Fives kann ein Mensch pro Stunde ungefähr machen? Weiß ich nicht. So. Rein da. Sie braucht einen Namen. Wie hätte ich sie denn nennen sollen? Serenity. Mit meiner Gehaltserhöhung aus? Wenn du noch ein paar Wagen von Kunden tunst, Style. Oh. Hey, wir starten endlich so richtig durch. Demnächst bringen ein paar neue Kunden ihre Autos vorbei, wenn du es genau wissen willst. Ja. Die wollen diese gewisse Rydell-Magie. Bro, was ist das? Die Werkstatt-Magie. Ja? Was ist das denn bitte? Bro, was? Das ist unerwartet. Was? Okay. Okay. Ja, wir können alles einzeln auch bearbeiten. Okay, alles klar. Ich finde so Menüs, wo du alles auf einen Blick siehst, eigentlich sehr geil. Ja, das ist sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Scheinwerfer, was kann man da machen? Ah, die kann man ausklappen. Eigentlich kann man die auch regulär ausklappen, aber... Hallo? Wie komme ich zu Frontleitbleche? Da. So. Ja. Hatten wir auf der anderen Seite ja schon, ne? Kotflügel. Ja. Ey, man kann beim Kuntasch bereits viel mehr anpassen, als ich dachte. Früher übrigens, schreibt gerne dazu, wenn ihr auch zu der Gruppe gehört habt, der Gruppe der Menschen, die den Kuntasch Countage genannt haben. Weil, ey, als so 6-7-jähriges Kind oder 3-jähriges, 4-jähriges Kind oder so, da wurde alles im Zweifel halt auf Englisch ausgesprochen. Okay, das sieht teilweise einfach sehr, sehr crazy aus. Also, ich bin auf jeden Fall positiv angetan davon. Du kannst auch die Heckstoßstangen komplett wegmachen. Ich bin sehr positiv angetan davon, wie viel du verändern kannst, auch bei einem Kuntasch. Wo ich mir jetzt gedacht hätte, okay, das ist so ein bisschen wie bei einem Ferrari, dass Lamborghini sagen würde, nö, du kannst an diesem Auto einfach nichts verändern. Das ist ein Luxusauto, Punkt. Ich glaube, bei meinem Ferrari würde ich auch nichts ändern. So, also zuletzt... Eigentlich gehört ja ein Kuntasch in Weiß, oder? Come on, rein da.
Kann ich auch wirklich komplett so ein Schneeweiß nehmen? Ja. Oh, so habe ich ihn in Monaco gesehen. Geil. So, zuletzt. Ja, sieht gut aus. Was haben wir alles? Metallic, Hochglanz, Chrom, Seidenmatt, Schmiedekarbon, Carbon, mattes Carbon, Chameleon Flake, Farbwechsel, Damast. Schillernd sechseckiges Carbon-Gefäbe. Yeah. Damit sind wir ultimativ in der Zukunft angekommen. Wer das Rocket Beans Video kennt mit den Science-Fiction-Klischees, der wird den Gag bestehen. Oh, sieht aber auch schön aus, das Auto. Meine Güte, ey. Mm. So, Fahreffekte, Tags. Okay. Da können wir auch Verschiedenes nehmen. Ja, ist doch irgendwie ganz fresh, finde ich. Also, ich sag mal so, ne, wenn man einfach per se sagt, ist doof, kannst du im Zweifel abstellen, ist auch okay, aber ich find's halt irgendwie ganz geil. Was ist Samples? Okay, ich habe die Sounds ausgeschaltet. Okay, nehmen wir mal das, das ist verfügbar. Aber die Sounds sind anscheinend nicht aus, das ist gut. Oh, Hupen! Unzureichende Mittel. Hä, hey, ich dachte, ich habe $150.000. Was ist denn Jens los? Das ist ja frech. Ja, da kann ich doch nicht mal was... Ah, das war auch im Vorgänger schon so. Ja, das konnte man machen. Ja, also ich finde es ganz nice, was man hier alles anpassen kann. Beim Charakter ging auch was. Wir wollen aber spielen. Kommst du mir so vor, oder wirkt die Karte ein bisschen wie Need for Speed Heat? Huh. Irgendwie sehr ähnlich. Okay. Unter dem Treffpunkt sind all die heute verfügbaren Events aufgeführt. Oh Gott, das ist aber doch nicht mit Zeitdruck so, dass ich das alles wirklich heute, real life heute durchfahren muss, oder? Bitte nicht, bitte nicht. Das wäre furchtbar. Ich habe gerade eben ganz kurz schon mal so ein, zwei Sachen mir angeschaut. Du hast Folienkunst freigeschaltet. Das ist mein Spitzname. Da habe ich gesehen, dass es so ein Kalenderstruktur-Gedöns gibt. Ich bin doch mal gespannt, wie es ist. Ach, da, ich kann weiter drücken. Das sehe ich nicht, weil ich Folienkunst freigeschaltet habe. Hey, ey, das sieht extrem nach Heat gerade schon aus. Das ist aber eine andere Gegend. Also. Entspannt. Hey, Rydell, kennst du einen Ort, wo man in den Heights gut essen gehen kann? Ich habe gesagt, nicht in die Heights. Alles Arschlöcher da. Alles klar. Wir suchen uns einfach was, wenn wir da sind. Vielleicht braten wir uns ein Steak über einer brennenden Mülltonne. Hey! Sie macht Witze, nur Witze. Machst du doch, oder yes? Na klar, total. Also ich würde gern diesen Erfolg ausblenden, oh, weil... Bereit? Bleib einfach locker, okay? Wir sollten wenigstens so aussehen, als wüssten wir, was wir tun. Olea, hola, señor. Okay, okay. Como ist das? Ich meine... Sind genug, richtig? In welcher Stadt sind wir eigentlich? Unsere Tour sollte unseren Ambitionen entsprechen. Sie sollte gut aussehen. Es geht um mehr als nur den Sieg. Ist schon nett hier. Bleib einfach bei mir. Ich weiß, was läuft. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Aber das mit dem Burst Nitro finde ich bis jetzt ziemlich cool. Also, das ist eine coole Idee, dass du halt das sogar... Bei den Underground 2 zum Beispiel hast du Nitro gesammelt über solche Aktionen. Und hier ist es so ein bisschen getrennt. Das finde ich eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Sonst sind bei diesen Treffen nie so viele Leute. Also ich kann das mit dem Erfolg leider gar nicht wegmachen. Oder ich alt-tabbe mal ganz kurz und hab einen anderen Erfolg. Okay, der ist aber jetzt direkt weg. Sehr schön. Sauber, geh mal rein. Straßenrennen. Abfahrt. Das gewinnen wir. Sehr easy. Ja, wir haben einen Countach. Okay, ich predikte jetzt schon mal, Lukas hat einen S14 genommen wahrscheinlich. Die Nissan Silvia. Ist aber ein Countach eine Sie? Oh, ich wollte den optimalen Start-Dingsbums-Bereich finden. Norus! Alter! Guck mal, so sieht Evolution irgendwo aus. Evolution. Vom Countach zum Urus. Nee. Sorry, ist halt nicht meiner, ne, der Urus. So. Wenn ihr ihn cool findet, ist cool, aber ich mag ihn nicht so. Burst Nitro! Er hat halt ein bisschen Untersteuern gehabt. Nico Rosberg-Line, alles gut. Ui! Ziel ist in uns reingefahren! Wir angehalten werden, jawohl! Behaupte ich, du hättest mich entführt. Was ist denn in dich gefahren? Das Ziel! Scherz. Ich bin froh, mit dir im Wagen zu sitzen. Das ist schon so, weg Kennen. Mit dem AMG. Aber ui! Sag das Rydell nicht. Was sagst du? Rüdiger! Nicht so tief!
So. Ach stimmt, ich kann ja reguläres Nitro auch benutzen. Ja, das wird natürlich jetzt ein bisschen tricky sein, dass man sich an beide Mechanics gleichzeitig gewöhnt. So. Hallo, hallo. Das Geld gehört so gut wie mir. Piu! Niemand überholt mich. Nicholas Latifi. Zitat von ihm, weil er immer Letzter ist, ne? Es ist wirklich immer schwierig, den Letzten in einem Rennen zu überholen. Überrundung zählt nicht. Oh, Slalom fahren, komm. Wo ist die Handbremse? Haha! Sehr gut. Ja. Chacha, Maya, Varu, Obi! Die behalte ich gleich an. Weiter. Warum sehen wir jetzt das Polizeiauto? Streifenwagen aktiv. Verfolgt dich nicht bei Sichtkontakt. Aha! Aha! Wenn es doch meine Realität. Nein, Spaß. Riddles Garage oder Rydell. Rüdel. Nennen wir ihn Rüdel. Der Herr Rüttel. Als ob du irgendwas von Style verstehen würdest. Ich lass dich das Ding nur fahren, weil du dich sonst langweilen würdest. Oh, ich hab genug zu tun. Auf der Motorhaube posieren, cool aussehen. Aber wenn ich die Rennen veranstalte, werden sie absolut episch sein. Wenn du die Rennen veranstaltest? Ich habe nicht vor, ewig in der Werkstatt zu sein, weißt du? Ich habe Ambitionen. Ambitionen, endlich Style zu finden. Ich habe immer einen Plan. Oh, daran zweifle ich nicht. Nur daran, dass du Style hast. Einer. Oh, für einen Burnout kriegt man da auch Dingsbums. Burst Nitro. $3000. This is looking good. Sehr schön. So. Und was nun? Jetzt könnte ich theoretisch das Auto ein bisschen anpassen. Der Wagen sieht gut aus. Die Fahrerei war auch nicht schlecht. Ihr zwei scheint gut zu harmonieren. Oh ja. Ach ja, hast du die neuen Autos draußen gesehen? Eins davon soll morgen zum Kunden zurück und es braucht noch ein wenig Jasmine-Magie. Cool. Was für eine Magie? Ding, Boss. Ich kümmere mich heute Nacht drum. Nachts erhältst du durch Events häufige größere Gewinne, aber deine Fahndungsstufe könnte schneller steigen. Deine Fahndungsstufe vom Tag wird übernommen, daher musst du sie im Auge behalten und deine Sitzung sorgfältig planen. Das ist im Prinzip wie jedes Mal, wenn ich ins Bad gehe. So, wenn du nachts in die Garage zurückkehrst, wird deine Fahndungsstufe zurückgesetzt. Okay, für den Tag darauf. Das finde ich nett. Das finde ich fair. Werte Damen und Herren, wir sehen uns dann bei Nacht wieder. Beziehungsweise werden wir uns um 18 Uhr wiedersehen zur nächsten Folge NFS Unbound. Ich hätte fast Heat 2 oder so gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch noch oben da gerne ein Abo raus. Und wenn wir nächstes Mal wieder dabei sein, dann geht's in die Nacht und richtig, richtig ab.